Jo, hallo Freunde, grüß euch. Ich wollte euch einmal wieder was vorstellen. Ich meine, es gibt es natürlich schon länger. Und zwar ist das ein Tab. Und zwar das Super Tab von Helicontex. Und zwar mit der Tarnung, die ist jetzt neu. Das ist dieses Bandcode Wildwood, nennt sie das. Also nicht das Green Zone, sondern das Bandcode Wildwood nennt sie das. Ist ein 3x3 Tab, hat so wie alle anderen 19 Abspannpunkte. Und eine Besonderheit, was auf dem Tab dabei ist, es gibt zwei Packsäcke. Einmal einen ganz normalen, wo das Tab drin ist. Und einmal diesen zweiten Sack dazu. Der hat hinten Netz und hat auch da so Aufhängschlaufen, mehrere, so kleine oder größere auch. Und da kann man das, wenn es da nass ist, schmeißt man es da rein, haut es hinten am Rucksack drauf und muss sich im Rucksack nicht alles nass machen. Ich finde die Idee ist ganz gut, finde ich gut gelöst, taugt mir, mir gefällt auch sehr gut diese Tarnung, dieses Bandcode gefällt mir überhaupt gut, gut ist ja auch Bandcode. Und ja, ich würde sagen, wir werden das jetzt ganz einfach einmal da aufbauen. Und dann schauen wir sich das Ganze einmal näher an. Das ist ein Tab mit 700 Gramm hat das Ganze. Ich glaube mit zwei Beuteln. Ich schmeiße euch noch einmal alles genau dann in die Beschreibung daneben, dass man das genau sieht, wie schwer, wie groß und alles noch einmal. Ja, jetzt brauchen wir mal ein Ritschlein und dann bauen wir das einmal auf. Ja, als erstes hängen wir die Ritschlein auf. Und ich habe da schon eine mit einem Knoten drin und auch mit Brusiknoten montiert. Und die hängen wir jetzt einmal auf. Herum und eigentlich wieder zurück. So, dann kommen wir da retour. Und durch die Schlaufen fahren wir durch und können das dann tippitoppi spannen. Ja, da kann man jetzt natürlich super spannen und dann sichert man das wieder so. Und das war's. Und das halt. So, machen wir das erste Mal auf. Und schmeißen wir es da drüber. Ja, mit den Brusiknoten. Die kann man dann schön schieben, wenn sie auf Zug sind, halten sie. Gehe immer her, fahre den Brusik durch die Schlaufen. Jetzt zeige ich das bei der drüben dann eh noch näher. Einfach durch, ein Steckerl durch. Spann das Ganze. Und das hält schon. Und auf der drüben Seite zeige ich das gerne näher. Ja, da machen wir es genauso. Dann fahren wir durch das Schlafferl durch. Durch das gehen wir Stickerl, ziehen wir fest und mit dem können wir jetzt super spannen und das Tab ist wunderschön gespannt. Ja, so schaut es jetzt schön gespannt aus. Ja, ich weiß, ich hätte bisschen vielleicht ein bisschen unmöglich die eine Seite da noch im Freien, aber das ist ja wurscht. Schön niedergespannt unten mit Hering. Wie gesagt, die Fürstlein, dann mit den zwei Brusiknoten das Ganze weggespannt. Vorhin noch ein bisschen weggespannt, das schöne Stachel und die feinste Saison. Ja, von innen ist es eher so ein bisschen milchig, die Saison. Scheint natürlich der, die Tarnung durch, aber innen ist es eher milchiger. Und
ja, wie gesagt, da ist noch angespannt auf einen Baum um mich. Drüben auch noch, dass ich eigentlich vor mir so ein Dachel habe. Und ja, gefällt mir eigentlich sehr gut. Die Ecken schön versteift alles. Zeige euch noch meine Jahr. So von innen diese Abspannpunkte, alle super vernarrt. Alles schön getebt. Und auch auf der Seite alles schön eingenäht. Schlaferl schön vernarrt, dass die einiges aushalten. Ja, dadurch, dass ich da ein bisschen schief bin, habe ich die eine Ecken und überhaupt gar nicht angehängt, aber das reicht eh so auch. Braucht man natürlich mehr Platz, wenn man 3x3 aufstellen will. Ja, da diese Brusikknoten und schön angespannt. Und ja, das war's mit der Vorstellung von dem Tab, was bei diesem Helikontex Super Tab super ist quasi, dass es in verschiedene Tarnungen gibt. Also das Bankhot Wildwood war die letzte, was rausgekommen ist, gefällt mir ehrlich gesagt am besten. Gut, ich stehe auf das Bankhot und kann euch jetzt gar nicht sagen, was für verschiedene Formen das gibt. Ich blende euch das auf alle Fälle noch ein, schreibe euch das dazu, in was für Tarnungen es das gibt. Aber ich glaube, 4 oder 5 verschiedene sogar. Ja, bezogen habe ich das Tab natürlich von meinem Lieblingsausstatter, von Bastian Shop Military Basics. Und ich glaube, wenn sie es in der Farbe haben wollt, in der Tarnung, da gibt es es woanders fast nirgends mehr. Die sind schon fast alle wieder vergriffen. Ja, in dem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Und wie gesagt, wer so ein Tab noch braucht, der Preis ist natürlich auch nicht schlecht. Also ist angepasst. Gut, man sieht sich beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.